Ja, wir haben gerade darüber diskutiert, wo der Druck bleibt. Aber der Druck ist weg. Ne? Ja, da bummst da oben, aber es ist sternklare Nacht, also. Was? Wir können uns ja mal hier noch ein bisschen umgucken. Ja, wir gucken. Wir sind jetzt da in der Zelt gewesen, ne? Und jetzt gehen wir mal hier so lang. Hier liegt noch eine Leiche, die gucke ich mal eben nach. Ja, ich auch. Na, die kann ich nicht nachnehmen. Eine Dynamit hat er mir gegeben. Dynamit. Hier, wollt ihr was essen? Hier ist ein Topf. Oh, Leckerchen. Schönen Bodeneintopf oder so. Oh, da gibt, jedes Böhnchen gibt Tönchen. Da oben brauchst du nicht hinlaufen. Das ist alles, ach so, doch, das wird auch sein. Ja, hi. Oh, Leichenschirm gerade. Schändet wieder die Leichen da. Ja, wer weiß. Vielleicht haben die ja ein Kriegstagebuch oder sowas für uns. Ganz bestimmt. Hier können sie auch wieder was essen. Ja. Wir müssen alles absuchen. Oh, die können aber ganz schön, die sind aber ganz schön geschmeidig, ne? Ja, haben sie gesehen, ne? Ich habe das. Also diese rumhüpfen, das ist schon. Ich habe das beim Oberstleutnant abgeguckt und der hat mir das beigebracht. Der Oberstleutnant. Hier sollte ich eine Falle auslegen. Hier sollte ich eine Stolperfalle, aber die habe ich nicht. Oh, da hinten ist einer. Vorsicht. Wo denn? Da oben. Kannst du hier mal markieren, bitte? Schwierig. Warten Sie, ich guck mal. Ah, den hole ich mir leise. Was halten Sie denn davon? Ja, wenn da nicht links noch einer ist. Ja, das sehen wir doch gleich. Weil der gesagt hat, Stolperfalle. Ja, ich habe ja keine. Ich habe eine. Habe ich auch eine? Ich habe keine. Ja, dann pass auf, dann mach das doch so. Leg mal hier so ein, mach mal hier hin so ein Stolperfall. Hier so schräg rüber. Mhm. Und ich schmeiß ein Steinchen und wir verpissen uns dann. Versuch das mal, wenn ich sie hier irgendwie auswählen kann. Ich habe aber nur Landminen und Granaten. Also hast du nicht. Stolpermine. Nee, habe ich gar nicht. Das ist doch eine Stolpermine. Oh. Du hast doch gerade gesagt Stolpermine. Nein, aber ist der Platz im Inventar, aber ich kann die nicht auswählen, weil ich keine habe. Ja, dann muss ich den leise holen, da bringt ja nichts. Dann holen Sie ihn leise. Ich halte ihn mal so ein bisschen in Schacht. Ja, das wäre im Schacht oder im Schach. Mir wäre lieber, wenn sie den Schach halten würden, verstehen Sie? Ja, sie machen das leise. Ja. Die gucken ihm mal dabei zu. Ich muss alle Leichen verstecken, um nicht aufzufallen. Dann bringen sie mal her. Scheiße, er ist runtergefallen. Oh nein, ich versuche ihn mal zu holen. Der ist hier runtergefallen. Das wollte ich nicht. Den kannst du durchsuchen, wenn du möchtest. Nee, ich bringe den erstmal. Okay. Ich habe eine Sammelkarte gefunden. Was haben Sie? Nee, doch nicht. Kommen Sie mal hier rüber, dann können Sie den durchsuchen vielleicht. Ja, er sollte alle Leichen verstecken, hat er gesagt. Also mal. Aber den können Sie nicht. Wenn wir den getragen haben, können Sie den nicht mehr durchsuchen. Das ist sehr schade. Hätten Sie vorher machen sollen, habe ich doch gesagt. Egal, dann müssen wir wieder da oben rauf. Also die Bewegung der Leute ist hier ziemlich hektisch. Ich finde das sehr, sehr hektisch. So, wir begucken uns jetzt einmal. Ich meine, normalerweise müsste hier alles leer sein. Hier ist eine Knarre. So, wir müssen uns mal hier ganz in Ruhe angucken. Was ist hier los? Ist hier noch irgendjemand? Wir sind doof. Weißt du das eigentlich? Warum? Wir hätten hier raufschleichen können. Und von hier alles wegmachen. Ganz in Ruhe. Ja. Da hättest du hinter uns irgendwie eine Mine hinlegen können. Ja, doch, wir hätten ja von drüben kommen können, ja. Ja, absolut. Egal, wir müssen eh da hinten lang. Sollen wir uns unten noch die Gebäude, haben wir da noch nicht alle? Wir waren da hinten noch nicht. Gucken, ob man hier runterspringen kann. Oh, dann sterben sie wieder. Dann muss ich sie wieder beleben. Ja, dann gehen wir hinten rum, kommen sie. Die rennen so hüppelig irgendwie. Sie sind auch irgendwie hakelig gerade, als ob sie irgendwie Klumpfuß hätten. Klumpfuß? Was ist denn mit ihnen los? Hören Sie mal. Was stimmt denn mit ihnen nicht? Ja, denken Sie, ich kann überall noch einer sein. Ne? Nur zur ja, ich freue mich auch. Und haben Sie was? Nee, haben Sie nicht. Nee, natürlich nicht. Hier kann überall noch einer sein. Da passen Sie auf. Hier ist noch ein Zelt. Da liegt noch einer rum.
Hallo, kann ich Sie mal eben bitte? Ich durchsuche Sie und dann schmeiße ich Sie ins Wasser. Weil Sie sind für die Fische. Oh, hier liegen Tagebücher. Warte, ich schmeiß die mal eben in die Wasser. Auch nicht. Leicht am Werfen und werfen. Ist gar keins. Kurz ab! Oh, scheiße, das hat nicht geklappt. Der liegt jetzt am Wasser, weiß egal. Wo liegen Tagebücher? Nee, hab ich gedacht, aber ist nicht. Ein aufgeschlagenes Buch. Jo, ein aufgeschlagenes Buch. Ein ist auch noch ein Zelt, das haben wir aber schon, okay. Hey, da müssen wir jetzt hier leider lang gehen. Kommen Sie mit! Kommen Sie mit! Ja, Sie sind noch hinter mir, also kommen Sie mit mir. Das stimmt allerdings. Sehen Sie? Wir nehmen 140 Meter den Typen, ne? Ja, warten wir mal, hier ist noch, ne? Oh, Sie zucken ein bisschen rum, aber ich... Was ist los? Ja, Sie zucken ein bisschen, man. Passen Sie mal auf, ja. Jetzt kommen Sie mal. Ja, Captain, flattern oder was? Captain der Schmeidi, haben Sie das gesehen? Wollen Sie noch mal gucken? Kommen Sie mal her. Was? Kommen Sie mal her. Ich zeichne jetzt mal, was geschmeidig ist. Hm. Kommen Sie mal her. Ich bin ja gehockt, ne? Ja. Passen Sie mal auf. Hey. Was sagen Sie jetzt? Hey, Herr Hawks. Wollen Sie noch mal gucken? Wollen Geschmeidigkeit hätte ich Ihnen jetzt gar nicht zugetraut. Gucken Sie mal an. Ich gleite praktisch. Das ist geglitten. Gucken Sie sich das mal an. Boah. Kommen Sie mal hier rüber. Ich sehe was, was Sie nicht sehen. Ja, das wäre. Eine Hütte da hinten. Ja, man soll es nicht für möglich halten. Dann gucken wir doch mal mit dem Fernglas rüber. Wir sollten uns auch mal hinstellen, dann sehen wir vielleicht ein bisschen mehr. Obwohl, das ist keine Hütte, das ist mehr schon... Deutscher Lastwagen, Opel Blitz. Boah, geil, endlich mal ein bisschen Geschichte hier. Was? Da hinten steht Opel Blitz. Steht er da? Er steht da, ja. Habe ich auch markiert. Sie haben den Opel Blitz markiert. Ach, da. Ich kann auch die komplette Umgebung markieren. Jetzt habe ich ihn weggemarkiert. Sie sind ein Arschloch. So, jetzt habe ich ihn markiert. So, egal. Aber da wollen wir ja gar nicht lang. Das ist ja gar nicht unseres. Wir müssen ja hier lang. Wahrscheinlich später lang. Später. Kommen Sie. Kommen Sie, wir haben Aufträge zu erfüllen. Kommen Sie doch hier lang, Mensch. Ja, ja, mach ich doch. Gucken da Sie sich. Nur im Bauchlager durch. Da kommt ja nur in Bauchlager, hat er gesagt. Mhm. Das kann sein. Dann gehen wir in Bauchlager. So, wie sieht's denn jetzt hier aus hier? Hä? Da ist Water. Verstecke dich im Büschen und hohem Gras vor dem Feind. Schwer entdeckt zu werden. Hier kommen wir nicht durch. Sind hier so viele Feinde? Weiß nicht. Also. Vielleicht eine Drohne mal holen. Oh, hast gehört? Eine Biene war das. Mhm. Nee, nee. Geh weg! Scheiß Mücken. Moskitos. Aua! Warte. Hey! Aua, aua! Moskitos-Dinger hier. Ah! Ey! Hätte ich mal eine lange Unterhose angezogen. Ja, Sie dürfen hier mal das süße Zeug trinken. Ach, das hat doch nichts damit zu tun. Doch, doch. Mein Opa, mütterlicherseits, sagte schon immer, das war noch vor der Zeit des Bösen, dass man immer, wie sagt man, ja keine süßen Getränke, sondern mehr so bittere Sachen trinken soll. Und da ist einer, der guckt mich gerade fast an. Dann kommen Sie mal zurück. Kommen wir mal zurück. Wir gehen jetzt mal hier so, kommen Sie mal mit, wir gehen mal hier so lang. Ich hab den markiert. Das ist sehr schön. Oh! Ah! Oh. Da hockst du hinter ihm, vor mir. Ich weiß nicht. Leck mich an. Steht da einfach. Hab ich mich erschrocken. Ja, und ich mich erst. Jetzt haben Sie den Ulrich wieder. Ach. Leck mich! Aktive Markierung, siehe 3 von 7. Hm. Das ist sehr interessant. Was reden die da für eine Sprache? Das hört sich so nach... Na, weiß ich nicht. Afrikanisch. Also ich würde den da hinten ja gerne erledigen, aber ich weiß nicht... Ja, wir warten mal noch. ...zwischen sind. Wir sollen vielleicht einen höheren Punkt erreichen und gucken...
Ja, aber ein bisschen schwierig, oder? Warten Sie, ich versuche mal hier durchs Wasser. Na, nee, da kommen Sie nicht. Das geht nicht. Als ob ich das nicht schon angetestet hätte. Achso, da haben Sie auch nichts von gesagt. So, jetzt kommen Sie mal mit hier. Ja, denken Sie dran, der kommt ja gleich wieder, ne? Ja, ist ja nicht schlimm. Wir gucken uns jetzt den Vogel hier an. Mhm. Der haut jetzt ab gleich und dann gehen wir da hin und holen uns den. Wenn dann nur der... Ahahaha. Der haut doch jetzt ab, bleibt doch mal locker. Was ist denn mit Ihnen los, sagen Sie mal? Man nennt sie ihr, Sie wissen ja, ne? Ihr Wort ist ja. Ihr Codewort ist ja die Spalte. So, was ist hier los? Ich wollte gerade sagen, ich kann nicht pfeifen. Jetzt kommen Sie mit dem. Ich hol den jetzt. Leise, 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 leise. Leise. Ich hab seinen Kopf im Auge. Leise. Ich komm nicht an den ran. Jawohl. Ich habe Ihnen eine Markierungshilfe gegeben. Ich muss den wegholen, der angekommt. Okay. So, ich schmeiß den hier ab. Ja, ich habe verstanden. Soll ich einen Stein werfen? Nein! Noch nicht. Den müssen wir von der anderen Seite holen. Wo steht der denn, der Typ? Ja, der steht hier. Wir können ja hier mal reingehen, so. Ja, wollte ich auch gerade, aber der kommt, glaube ich. Oh nein, das ist keine gute Idee. Pass auf, ich werfe einen Stein. Ja, warten Sie mal mit Ihrem Stein. Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch andere sind. Ja, dann wird er jetzt hier rumkommen gleich, wenn ich ein Steinchen werfe. Dann werden wir doch sehen. Seien Sie doch ein bisschen risikoreich. Okay. Ich schmeiß mal das Steinchen hier. Warten Sie mal. Warten Sie mal. Der Fertig? Kommt gerade zu mir. Warten Sie mal, warten Sie mal. Wir brauchen keinen Stein. Ich kann mir so holen. Durchsuchen Sie ihn erst. Jawohl. Und dann kommen Sie hier hin und legen Sie bei dem anderen hin. Hör noch was. Na komm ran hier. Schmeiß ihn da hinten hin, da um die Ecke. Was ich scheiße finde, ist, dass niemand zu sehen ist. Das nervt mich ein bisschen. Ja, dahinter ist, glaube ich, noch welche. Hier hinter. In dieser Richtung hier. Hier in diese Richtung. Ich ziele da irgendwo. Ja, das interessiert uns jetzt nicht. Wir gehen jetzt hier rum. Komm. Weil wir wollen doch alles durchsuchen, oder nicht? Ja. Dann gehen wir jetzt hier hinten rum. Aber vorsichtig. Ja, da, ich sehe einen. Nichts machen. Ich markiere den. Zwei. Okay. Ich sehe dann Auto. Lass uns weiter links rüber gehen. Noch sieht uns keiner. Ganz leise. Wir holen alle einen nach dem anderen. Verstanden, Herr Ochsen. Wir wollen sieht ja für die Zuschauer viel besser aus, wenn wir so einen schönen Kopfschuss haben. Aber dann sind die in Aufruhr. Das ist das Problem. Das stimmt allerdings. Ich gucke jetzt noch mal, ob ich noch irgendwie. Ich sehe noch jemanden. Obwohl, wir könnten eine Kettenreaktion machen. Sie schießen dem einen Ruhe. In den Kopf. Ich markiere gerade. Der Kerl am Suchscheinwerfer muss weg. Deaktiviere den Suchscheinwerfer. Das heißt... Schwierig. Ich könnte den holen, Miri. Aber dann hören die dann alle. Ja. Deswegen leise vorgehen. Leise vorgehen. Ein nach dem anderen. Dann gehen wir hier hinter, ne? Richtig. Meine Idee. Mit einem geschmeidigen. Boah, oh. Ey, Wahnsinn, ey. Haben echt Wahnsinn. Gesehen? Gucken Sie mal, ich kann das aber auch. Aus dem Stand. Wenn Sie sich den. Warten Sie, nichts machen, nichts machen. Der andere guckt nämlich. Ich ziele auf den anderen. Ja, der mit dem Suchscheinwerfer wird dann aktiv, gehe ich mal von aus. Du solltest den leise holen, den Typen, und ich ziele auf den anderen, falls er was merkt. Okay, ich hole ihn mir. Los. Er merkt was. Okay, hol ihn die Leiche da. Einer. Wo? Genau da.
keiner? Ich habe genau den geholt, den du nicht holen wolltest. Und jetzt ist der Kamerad am Suchscheinwerfer reif. Tut mir zwar leid. Jetzt haben sie es alle gemerkt. Ja, irgendwas haben die gesehen. Wahrscheinlich hat er das hier gesehen, das Massaker. Ich schieße den Suchscheinwerfer aus. Warten Sie noch, warten Sie noch. Er ist aus. Sauber. So, jetzt ganz ruhig. Da kommt noch einer. Ja, markieren. Ja, den sieht, der ist doch schon markiert, der ist doch rot. Ja, weil du gesagt, da oben. Der ist doch rot, den siehst du doch. Okay. Oder siehst du den nicht? Doch, doch, ich sehe den ja, aber. Also. Ist das der Einzige? Ja, sicher. Außer den, den wir in 150 Metern töten müssen. Ganz also ruhig. Alles klar, alles sauber. So, ich kann den LKW. Ich hab noch jemand, ruhig. Ach, da hinten ist einer, ja. Ah, haben sie schon, okay. Ganz ruhig, ich markiere ja gerade. Sie brauchen nur beobachten, sonst nix. Verstanden, ich werde mal hier sabotieren. Nein, da braucht man nicht. Oder ist das nur zum Anschießen, ne? Ja, du kannst den LKW zerstören, das ist auch alles. Das macht aber keinen Sinn. Weil die haben sich ja wieder beruhigt, die Vögel. Dann. Ist doch alles okay. Dann gehe ich mal hier hoch und guck mir die Typen mal an, die da oben sind. Ob sie die schon durchsucht hätten. Und sieht einer? Ich sieht einer. Da oben ist der? Dein Ernst? Dein Ernst? Wie konnte die uns denn sehen? Weg hier, weg hier. Einfach Standort wechseln. Kommen sie rüber in die Ruine. Und dann sehen wir ja, wenn da einer kommt. Wunder gesehen, wo sie da reingegangen sind. Auf meinen Befehl warten. Seh da keinen. Ich muss eben kurz noch mal den Audio, die Sprachausgabe muss ich. Hände hoch! Gib mir Deckung! Jetzt hab ich dich! Bisschen lauter machen, so. Von hinten? Sind sie wieder über die Dings hier geglitten? Da ist einer da oben. Markieren. Alles markieren, wenn geht. Ja, aber da ist kein. Doch, da ist einer. Scheiße, da ist einer. Markieren. Ja, super. Wo ist der denn? Der ist hinter dieser komischen Bande da, aber die sehe ich hier nicht. Da ist ein Stützpunkt wahrscheinlich. Sobald der rauftaucht, werde ich ihn markieren. Ich denke mal, der kommt gleich wieder zurück. Komm mal mit, komm mal mit. Nee, komm mit. Sonst. Du sollst mitkommen. Da ist er. Markieren, sobald ich ihn sehe. Da ist er. Ich habe ihn markiert. Ja, ich hole mir den jetzt. Bereit? Ja. Ach so, das ist ein langer so. Dazu. Diesen hätte ich auch gekonnt. Stellung wechseln. Mhm. Oh, Geist bin ich jetzt. Links halten, mal mit Kimmel und Korn zu zielen, okay. So, jetzt wollen wir uns die ganze Sache mal von hier oben richtig angucken. Da ist noch jemand, ich habe noch jemand. Den haben wir nicht markiert. Scheiße. Okay. Wir haben Gesellschaft. Den hole ich mir. Bereit? Ja, warten Sie mal. Ich hole. Ach, scheiße, Mann. Sieh mal, mit ihm warten Sie. So eine Scheiße. Da habe ich doch gar keine Zeit für. Wir haben doch gar keine Zeit. Wir müssen doch hier. Wir sind doch hier auf Alarmposten. Wir sind doch eigentlich nur nach oben, oder? Scheiße. Das ist ein Gegner hier.
rauf ich aus und dann nehme ich ihn da sofort weg. Wo kam der denn her? Da haben sie mir den Rücken nicht freigehalten. Ja, wie denn auch? Sie müssen mir den Rücken freihalten, weil ich hier gerade am Snipern bin. Sie sind doch wieder ganz woanders. So, irgendeiner kommt jetzt. Ja, dann bitteschön. Hauen Sie rein. Von hinten kommt der irgendwie oder von der Seite. Ich sehe nun niemanden. Die sind zwar alle ein bisschen in... Alles gut wieder. So, pass auf, jetzt kommen zwei Mann. Ja, ich bin auch hier. Nimm den ganz unten. Ja. Ich schnapp mir den anderen. Bereit? Ja. Bam! Ein Schuss, ein Treffer. Herztreffer. Wunderbar. Soll ich den wegholen? Nein, lass die da liegen. Jetzt ist der da oben natürlich, der bewegt sich. Ich hätte ihn jetzt gerade mal für einen Moment zielen können. Ich könnte. Na, wir müssen näher ran. Wir müssen näher ran. Jetzt nur nicht unachtsam werden. Richtig, genau. Nur nicht unachtsam und überhaupt. Was? Ich möchte auf den Opel Blitz nicht schießen, weil das ist cool, ne, das Fahrzeug, ne? Buffern, jede Menge am Buffern. Kann ja gar nicht. Oh, der hüpft aber hier. Ich glaube, meine Leitung ist gleich weg. Ja, das glaube ich auch. Also, ist schön hier, Leute. Ciao. Ciao.